da hinten ist eine Tür. Sind die Seiten auch hier elektrisiert? Nee. Nur bis dorthin wieder mal. Wo rennt denn der hin? Ja, fuck. Ja, jetzt bin ich ihm sauber entgegengerannt und sauber... Was hat er aktiviert? Was hat er aktiviert? Ah ja. Das ist die letzte Stelle, an die ich mich erinnern kann. Wow! Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Laser. Da hinten ist wieder eine Selbstschussanlage. Yay. Und da sehen wir sie schon, die grünen Laser. Aber hier gibt es keinen Alarm, den er hätte aktivieren können. Was also hat dieser Typ hier oben verloren gehabt? Moment mal, hattest du was bei dir? Hat mir dieses Gerenne jetzt irgendwas gebracht, außer Schock und dass ich Ausdauer verloren habe? Also, dass Lara ins Schwitzen gekommen ist. Ich habe ja nicht wirklich die Sprint-Taste benutzt, aber... Man weiß es nicht so genau. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hat er dafür gesorgt, dass sich diese Tür hier schließt. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir sehen nicht, was drin ist. Aber wie hat er das gemacht? Okay, hier sehen wir uns, ja, das Schrotflintenmunition, okay. Ich wollte gerade sagen, hier sehen wir uns dann in aller Ruhe um, wenn wir diese Sache aufgeklärt haben. Oh. Okay, welche Waffe nehmen wir am besten? Nehmen wir nochmal die Desert Eagle. Wir könnten natürlich auch den Granatwerfer nehmen und ihn einfach instant wegbolzen, aber das mache ich nur im Notfall. Aber ist auch echt fies, weil sie da halt gegen die Kante springt. Also ich meine, ich bin ja mit Anlauf rüber. Okay, der ist hier aus dem Nichts erschienen. Ich dachte irgendwie, der kam aus dem Korridor. Nee, die Tür ist immer noch zu. Verdammte Axt. Ach, jetzt nehmen wir nochmal die Schrotflinte. Jetzt testen wir das nochmal aus. Kann natürlich auch sein, dass der dafür verantwortlich ist, dass dann da so ein Typ war. Ja, jetzt ist hier nämlich kein Laser. Also kein roter Laser von diesen Typen. Okay, naja, der hatte ja auch nichts bei sich, deswegen ist es jetzt hier nicht so schlimm, dass der nicht da ist. Aber ich würde gerne wissen, was hinter dieser Tür ist. Ich möchte das wirklich ganz gerne wissen. Hoffentlich werden wir es noch erfahren. Also ihr werdet es erfahren, spätestens dann, wenn ich es nachgucke. Aber ich hoffe, dass ich es vorher schon erfahren werde, hier im Spiel. Okay, dann überspeichern wir das und sammeln die Schrotflintenmunition ein.
So, wir könnten da sogar noch weiter zur Seite krauchen. Das ist jetzt die Frage, ist da noch was? Dein Gesicht ist im Weg, Lara. Ja, da hinten ist doch noch was, oder? Oh nein, da ist doch nichts. Ich habe mich geirrt. Ich sehe schon Gespenster. Wunschdenken. Halluzination. Okay. Akzeptieren wir die bittere Wahrheit, es gab nur Schrotflintenmunition. Und auch nur ein Päckchen. Ja, das ist jetzt hier halt ein bisschen schade, wie ich finde, in Tomb Raider 3. Man sieht eben nicht, wie viel man einsammelt. Und wir haben ja schon festgestellt, dass der Batzen an Desert Eagle Munition, den wir da das letzte Mal eingesammelt haben, dass der schon etwas größer war als das normale Munitionspaket, was man einsammelt, wenn man eben nur ein Päckchen findet. Und ich glaube, mit der Schrotflintenmunition war es jetzt genau das Gleiche, die wir jetzt vorhin da gefunden haben. Wir hatten ja irgendwie, glaube ich, nur 2 Schuss und dann haben wir sie eingesammelt und hatten 6. Jetzt war es wieder nur einfache Schrotflintenmunition, jetzt haben wir 8. Aber ja, man sieht es nicht und das Problem ist, in der Komplettlösung steht es auch nicht drin. Da steht halt nur drin, ja, a pair of Desert Eagle Clips oder sowas. Nee, a pair wäre ja schon eine Angabe. Pair of Grenades. Da steht es dann, glaube ich. Oder einfach nur Clips steht dann da und dann denkt man so, okay. Also manchmal steht es da, dass es mehrere sind, aber und dann steht es mit dem Pair da, aber ansonsten meistens eigentlich nicht. Ja, und das ist jetzt hier sozusagen der Kern des Levels. Auch der Kern der Area 51. Guckt euch das mal an. Ja, schwebt da einfach so in der Luft. Über der Erde und es ist grün und genauso geformt, wie man sich das vorgestellt hat. Huh. Okay. Und natürlich ist hier eben alles gesichert, also mit diesen Laserfallen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann ist das gar nicht die letzte Stelle, an die ich mich erinnern kann. Also muss der Level schon noch ein Stückchen weit gehen. So, wir gucken jetzt hier wieder vorsichtig in jede Nische rein. Ihr kennt mich. Und es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen über diese Laserfallen drüber springen. Ja, ich weiß, Lara. Ich weiß. Du möchtest dieses Ding gerne abschießen. Aber ich habe die Waffe aus einem anderen Grund rausgeholt. Oh, da drüben ist ein gelblicher Laser. Diese Haltung sieht sehr ungesund aus für deinen Rücken, meine Liebe. Sehr, sehr ungesund. Okay, stecken wir sie erstmal wieder ein, damit sie sich wieder einkriegt hier. Und hier geht das ganze Spielchen weiter. Nein. Ja, auch die Sache mit der Zielerei geht weiter, aber hier dürfte es eigentlich auch Laser geben. Warum sehe ich keine Laser? Finde ich gerade ein bisschen suspekt.
Und da ist offen, oder? Nee, da ist ein großes Tor. Wir kommen noch nicht durch. Aber, ja, nee, wir kommen auch noch nicht näher ran. Das ist vom Prinzip her von genauso weit weg wie von der anderen Seite. Ah, jetzt fängt sie an, auf das nächste zu zielen. Oh Menno. Macht es aber auch spannend. So sicher, dass hier ein Gegner kommt. Das ist mal wieder so typisch. Mein Erinnerungsvermögen. Spätestens von da muss doch dann Gegner kommen. Nein. Noch nicht. Ja, wir haben hier wieder solche tollen Kisten, wie die, mit denen wir quasi verfrachtet worden sind. MJ-12 steht drauf. Und ja, das stand quasi auch in der Komplettlösung. Es ist eine Anspielung auf Majesty 12, was der Codename war von einem Komitee, was der Präsident, ich glaube 1947 hat er das eingesetzt, um zu untersuchen, was hinter den UFO-Sichtungen dran ist, sozusagen. Aber solche Kisten, es sieht doch immer so aus, als würde da gleich jemand drüber hinwegklettern. Und nein, jetzt passiert es nicht. Jetzt, wo ich die ganze Zeit damit rechne. Ja, ich gebe zu, ich habe gerade ein bisschen... Ich weiß gar nicht warum. Normalerweise machen mir solche Level nicht so viel Angst wie irgendwelche Tempel-Level, denen irgendwelche Monster rumkreuchen. Das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber es ist halt wirklich so. Ich meine, gut, in der indischen Tempelruine hatte ich nicht ganz so viel Schiss, weil ich ungefähr wusste, was kommt und diese Level noch ziemlich gut kannte. Aber das hier, das ist halt schon eine ganze Weile her und das wird... Mit den Leveln, die da noch kommen, wird es noch richtig, richtig schlimm für mich. Okay. Ja, okay. Jetzt sind wir da einfach nur vorbeigelaufen und jetzt kommen wir wieder in eine ganz andere Region, okay? Wo wolltest du denn hin? Dahin. Ja, das ist die letzte Stelle, an die ich mich erinnern kann. Und die war ziemlich... Ach, na schau mal einer an. Dieses Bild haben wir das letzte Mal auch schon gesehen, an diesem Überwachungsbildschirm, wo wir dann den Schalter drücken konnten und tatsächlich jemanden hinter so einer Tür gesehen haben. Und ich fürchte, dieses Bild will uns jetzt genau das Gleiche sagen. Aber hier gibt es verdammt viele von diesen Bildschirmen. Und hier gibt es ja auch einige Türen. Aber hauptsächlich gibt es da diese Doppeltür. Und durch die wollen wir durch. So viel weiß ich noch. Und da oben gibt es auch noch eine Tür. Spannend. Ich möchte mal sehen, was passiert, wenn wir diesen Typen gewähren lassen. Du hast ja alle Ruhe weg. Ah ja, da kommt von dort ein Typ. Die brauchen also 4 Schuss. Oh. Und es ist, das ganze Ding ist jetzt mit Laserstrahlen
umsäumt. Und wir sind offensichtlich schon einmal reingelaufen. Aber die Tür ist auch nicht aufgegangen. Oh, und unsere Schrotflinte hat keine Munition mehr. Okay, der hinterlässt uns auch nichts. Oh, lass es bloß in Ruhe, Lara. Aber ich fürchte fast, wenn ich mir das hier so angucke, hätten wir gar keine andere Wahl, als uns um dieses Ding zu kümmern. Okay. Hier ist auch nichts aufgegangen, der hatte nichts bei sich. Ich würde mal behaupten, wir verpassen hier nichts, wenn wir den Alarm nicht anschalten. Oh Gott, da oben auch noch, wie fies. Ja, wir sehen jetzt hier zwei Brüstungen. Und an jeder Seite jeweils ein Schalter. Ich glaube, die Musik ist gerade ziemlich laut. Aber ich mag sie, deswegen mache ich sie jetzt nicht leise oder aus. Und das Ganze ist ein ziemlich nettes Zeitspiel, in Anführungsstrichen. Und zwar... Boah, ist ja wirklich alles voll. Es geht ja gar nicht. Und zwar müssen wir halt... erst den einen Schalter betätigen, dann geht die eine Tür auf, dann müssen wir den anderen auch noch betätigen, dann geht die andere auf und dann müssen wir da schnell durchrennen. Und dann haben wir dieses Zeitspiel gelöst und ich hoffe mal, dass diese mysteriöse Tür dort unseren Rückweg darstellt. Ja, aber wenn wir jetzt hier so die grünen und roten Bildschirme angucken, dann kann es durchaus sein, ja, dass da Typen hinter dieser ersten Tür sind. Wir können ja mal vorsichtig gucken. Möglichst so, dass wir diese Laserstrahlen nicht berühren. Gott, wie stelle ich denn das an? Indem ich nochmal neu lade. Puh, so gefällt mir der Raum viel besser. Nein, es geht nach unten. Und dahinter liegt ein Raum mit mehreren Schaltern. Oh ja, das war richtig fies. Oh Gott. Also das ist, glaube ich, eine der wenigen Stellen in diesem Level, die ich wirklich als schwer bezeichnen würde. Alles andere jetzt hier in Nevada war jetzt nicht so schwer. Man muss halt im Hochsicherheitstrakt ein bisschen schnell sein, wenn man eben entsprechend die Gefangenen freilassen möchte, um die Wächter loszuwerden. Aber das ist alles im Bereich des Möglichen und bisher hier haben wir ja jetzt noch nicht wirklich viel geleistet. Wir gucken erstmal, was passiert, wenn wir den ersten Schalter drücken. Die hintere geht auf, das war also der falsche Schalter. Und dann können wir ja schon mal austesten, wie knapp das hier getimt ist. Beziehungsweise uns dieses Wächters entledigen. Und dann geht sie auch schon wieder zu. Boah, wir haben jetzt echt... Wie viele Schrotflinten-Munitionsschüsse haben wir jetzt denn verbraucht? Ich dachte, ich hätte nur zwei für diesen Schlägertypen gebraucht. Okay, dann würde ich mal vermuten, dass jetzt noch so ein Typ ankommt. Ja. Und zwar von unserem... aus unserer Rückseite, genau. Ja, das Deutsch geht mal wieder so langsam flöten. Und was passiert, wenn wir jetzt hier drin stehen?
und die Tür dann zugeht und wir wieder runterfallen, passiert es? Oder war nur der zweite Schalter das Zeitspiel? Das glaube ich nicht. Aber ich meine, gut, der muss ja natürlich auch ein bisschen besser getimt sein hier, ja. Oh, es geht einfach richtig tief runter. Schön. Oder auch nicht. Ich habe das nicht gespeichert, dass ich den anderen Typen erledigt habe. Oh. Okay. Ich hoffe aber einfach mal... Ach, ich mache das jetzt gleich mit der Desert Eagle. Ist mir jetzt zu schade um die Schrotflinte. Haben wir ihn erwischt? Nein, wir hatten ihn nicht erwischt. Ach, schade. Na gut. Ich hoffe aber, dass sie nicht jedes Mal ankommen. Das wollte ich eigentlich sagen. Das kann natürlich nämlich auch sein. Nein, nein, aus. Ey. Was soll denn das, Schwein? Die ist richtig knapp getimt. Aber ist nicht unmöglich. Wir schaffen das. Irgendwie. Irgendwie schaffen wir das. Ich glaube, das hier war der richtige Schalter für den Anfang. Nicht nur das Deutsch geht flöten, mein Kurzzeitgedächtnis auch. Ja, und ich benutze so ungern die Sprint-Taste. Ach, scheiße, das war schon mal schlecht. Das war richtig schlecht. Ja, und das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Und das auf Anhieb. Das hätte ich nicht gedacht. Ach, ja, die Speicherpunkte-Manie hier wieder.